Herzlich willkommen zu unserem heutigen Tutorial zum Thema Ankunft der Maschine beim Kunden. Wir sind jetzt hier beim Kunden in Krefeld, der unsere Maschine gekauft hat und sie heute geliefert bekommen hat. Wir werden in Zusammenarbeit mit Herrn Gerhards die Maschine aufstellen, einrichten und alles dafür tun, dass die Maschine heute noch ans Lackieren kommt. Die Maschine ist mit dem Kran abgeladen worden, wie ihr gerade gesehen habt. Es ist nicht Pflicht, sie mit dem Kran abzuladen. Es geht auch mit einem Gabelstapler. Voraussetzung allerdings, der Gabelstapler sollte 5 Tonnen tragen und 2,5 Meter lange Gabeln haben. Dann ist es auch kein Problem. Dann zeigen wir euch, wie ihr die Maschine in Grundstellung bringen könnt. Wir machen das hier mit einem Hubwagen und mit einem Gabelstapler, die unter dem Grundgestell positioniert werden. Die Maschine ist jetzt auf ihren angedachten Stehplatz positioniert. Der Auslauf steht in einem sogenannten Reinraum, was natürlich für ein gutes Lackierergebnis die beste Voraussetzung ist. Wir haben Druckluft angeschlossen, wir haben Spannung angeschlossen, Abluftventilator ist noch in Arbeit. Nun müssten wir die Kabine aber noch ein bisschen ausrichten, beziehungsweise wie der Schwabe sagt, ins Wasser stellen. Dazu haben wir den Herrn Gerhards mit seiner Wasserwaage bereitstehen. Wir gehen mit der Wasserwaage einmal rundherum um die Maschine, legen jeweils Bedienseite auf das Gurtband, Einlauf, Auslaufseitig jeweils auf die äußerste Walze und schauen, wie sich die Wasserwaage verhält. Ja, diese Seite müsste etwas höher. Um die Seite jetzt etwas höher zu kriegen, fahren wir einfach einen Hubwagen drunter, unter das Eckelement, was höher zu schrauben ist, möglichst weit rein. Pumpen diese geforderten 5 mm hoch. So ist gut. Drehen den Fuß gegen. Genau, fast genau. Und schon steht die Maschine in der Waage, ist ausgerichtet. Das Gleiche machen wir natürlich rundherum, einmal ganz rum um die Maschine. Solltet ihr nach dem Ausrichten der Maschine feststellen, dass die Türen ein klein wenig Versatz in der Höhe haben, liegt das daran, dass die Maschine vielleicht ein bisschen windschief steht. Ist aber nicht schlimm, die Sache lässt sich ganz einfach lösen. In der Ecke, wo die Tür tiefer steht, fährst du einen Hubwagen drunter, hebst es leicht an, hältst es im Blick, sobald die Türen wieder bündig stehen, Fuß gegendrehen und alles ist gut. Dadurch hast du dir die Waage noch nicht versaut, aber du hast eine vernünftige Optik vorne an den Türen. Da wir die Anlage gerade ausgerichtet haben, kümmern wir uns jetzt um die Papierabwicklung. Für den Papierrollenwagen benötigen wir dafür diese Führung. Die Führung könnt ihr einfach auf dem Boden direkt an die vorgesehene Halterung dran schieben. Da haben wir auch schon 2 Schrauben für euch vorgesehen. Schraubt die einfach raus und macht damit die Halterung fest. Das war's auch schon. Wie ihr seht, kinderleicht. Ich denke, das schafft jeder. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr die Motorkonsole für die Papieraufwicklung anbringen könnt. Am besten schnappt ihr euch dafür eine Palette und 2 Kollegen, die euch helfen. Dann geht das alles ein bisschen einfacher. Zuerst fahrt ihr die Konsole vor die Aufnahme und schraubt die Konsole fest. Achtet dabei, dass sie genau auf die Höhe kommt und die Konsole sich nicht verzieht. Habt ihr nun alle Schrauben angebracht und die Konsole sitzt fest, könnt ihr zu guter Letzt die Leitungen für den Papierwickelantrieb anbringen. Da die Stecker nicht vertauschbar sind, kann das eigentlich so gut wie jeder. Jetzt kommen wir zum Papierrollenwagen.
Das ist quasi genau der gleiche wie im Einlauf, nur dass dieser ein Antriebsrad hat, was in die Antriebskupplung muss. Wir demonstrieren euch das jetzt einmal. Wenn das Rad richtig in die Kupplung eingerastet ist, merkt ihr das daran, dass vorne der Hebel richtig einklingt. Sollte das bei euch eventuell nicht passen, weil wir es jetzt schon vorher richtig eingestellt haben, benutzt ihr einfach die Stellschrauben unterhalb der Konsole. Die könnt ihr ein bisschen nach oben oder unten verstellen, damit sich die Kupplung perfekt an das Rad anpasst und so der Wagen einfach hineingleitet. Wir haben jetzt hier die Farbversorgung beim Kunden aufgestellt und angeschlossen. Wenn ihr auch wissen wollt, wie das funktioniert, guckt euch doch einfach unsere weiteren Videos an. Dass die Farbversorgung jetzt an diesem Platz steht, hat folgenden Grund. Ihr solltet die Farbversorgung so nah wie möglich an die Maschine stellen, um die Schlauchlänge so kurz wie möglich zu halten, um den Lackverlust so gering wie möglich zu halten. Außerdem muss der Papierwagen gelegentlich zur Neubefüllung hier rausgezogen werden. Deswegen brauchen wir einen gewissen Freiplatz zwischen Kabine und Farbversorgung. Die Luftzufuhr zum Farbversorgungspumpenständer haben wir ganz einfach oben aus der 3/4 Zoll Zuleitung mittels eines T-Stücks gezogen. 1/2 Zoll Verbindungsschlauch dran, anschließend Pumpenständer. Mehr braucht ihr nicht tun, läuft dann. So, jetzt werden wir noch das Papierband einziehen und dann die Maschine gleich mal im ersten Betrieb laufen sehen. Wir haben jetzt hier die Anlage ausgerichtet, aufgestellt und angeschlossen. Bevor ihr sie in Betrieb nimmt, achtet bitte nochmal auf die Sicherheitshinweise. Dafür haben wir extra schon ein Video für euch gedreht, guckt es euch einfach nochmal an. Wenn ihr jetzt startet, ist es auf jeden Fall wichtig, dass alle Drehrichtungen stimmen. Kann sein, dass der Haus- und Hofelektriker nochmal die Phasen tauschen muss, damit es passt. Ansonsten könnt ihr nochmal alles in dem Plan hier nachschlagen. Die ersten Lackierversuche mit Verdünnung und Werkstücken haben wir natürlich schon gemacht. Die Ergebnisse sind sehr gut ausgefallen. Wir werden jetzt noch weitere Einstellungen vornehmen mit richtigem Lack und richtigen Werkstücken. Falls es wider Erwarten natürlich doch einmal zu Problemen mit der Anlage kommen sollte, sei es Bedienung, sonst irgendwelche Fragen, auf dem Typenschild findet ihr unsere Hotline-Nummer, die 05242 960331, oder ihr findet sie auch im Maschinenmenü. Jetzt möchte ich aber auch noch mal ein Statement von dem Herrn Gerhards haben, wie er den heutigen Tag denn so erlebt hat. Wir haben schließlich den ganzen Tag zusammen verbracht, die Maschine aufgebaut, ausgerichtet, eingestellt. Was hält der Herr Gerhards von uns? Der Tag war heute sehr spannend, muss man auch dazu sagen. Und ich fand es einfach toll. Die Maschine konnte man sehr gut installieren. Und ich bin jetzt einfach nur mal gespannt, wie es in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen läuft mit dieser Maschine. Aber ich denke, wir haben den richtigen Kauf gemacht. Ich denke auch, ihr werdet viel Spaß haben mit dieser Anlage.